Üb langsam. Den Spruch kennst du bestimmt von deinem Klavierlehrer. Hast schon tausendmal gehört. Und ich sag dir, das ist Quatsch. Warum das so ist und viel bessere Tipps erfährst du jetzt im Video. Dass wir uns richtig verstehen, langsam üben ist natürlich richtig und wichtig. Wenn du ein neues Stück lernst, wirst du dir zuerst mal in einem langsamen Tempo die Noten zurechtlegen. Wie willst du denn sonst spielen? Ganz klar. Es ist aber so, wenn du ein bisschen vorankommst und das Stück so ein bisschen spielen kannst, dann wirst du versuchen, schnell zu spielen. Und dann wird es schlampig, dann wird es oberflächlich, man hört nicht mehr richtig zu, und dann passieren Fehler. Und dann kommt der Lehrer und sagt, üb langsam. Oder du selber sagst dir, gibst dir diese Anweisung, Mensch, es funktioniert nicht, ich muss langsam spielen, dann spiele ich es langsam. Und genau diese Anweisung bringt dir nichts. Warum? Kein Mensch hat Lust auf langsam üben. Ne? Es macht einfach keinen Spaß. Und dann ist es so, die Anweisung üb langsam sagt ja nichts über die Qualität aus. Du kannst im langsamen Tempo genauso gut oder genauso schlecht spielen. Es macht keinen Unterschied. Nur mechanisch langsam zu spielen, dadurch wird dein Spiel nicht besser. Also vergiss üb langsam. Es gibt eine viel bessere Anweisung. Eigentlich sind es drei Tipps, die ich dir jetzt gleich gebe. Der dritte ist der spannendste. Tipp Nummer 1. Statt üb langsam, sagst du dir, spiel leise. Warum? Wenn du leise spielst, musst du automatisch langsamer spielen, weil du die Tasten sanfter, nämlich langsamer anschlagen musst. Machen wir mal ein Beispiel. Passacaglia. Ja, das spiele ich jetzt ein bisschen hemdsärmelig. Bisschen schlampig, ja, es hat nicht so schlecht geklungen, aber ich möchte es feiner hinkriegen, möchte es schöner hinkriegen. Jetzt sage ich mir, spiel leise. Du merkst sofort, es klingt besser, es klingt feiner und die Bewegungen werden entspannter. Und ich bin ganz voll konzentriert bei jedem Ton dabei. Probier das einfach mal aus. Du wirst sehen. Und ich habe nicht mehr die Aufmerksamkeit drauf, dass ich jetzt langsam üben muss. Na, ich arbeite jetzt am Klang, an der Musik. Jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, dass du ein Problem hast, überhaupt leise zu spielen. Dafür haben wir Tipp Nummer 2. Nimm die Übevariante laut, leise. Das heißt, spiel abwechselnd laut und leise. Spiel die Stelle mal etwas lauter. Dann spielst du es leise. Und dann wieder etwas lauter. Und damit tastest du dich an einen schönen Klang heran. Du arbeitest mit der Musik eigentlich schon. Und du schaffst die Voraussetzung für musikalische Gestaltung. Weil musikalische Gestaltung hat immer mit feinen Lautstärkeunterschieden zu tun. Und jetzt sind wir schon beim Tipp Nummer 3. Gestalte diese Stelle gefühlvoll, musikalisch. Und das machen wir nicht nur aus dem Gefühl, aus dem Bauch raus, sondern da gibt es einfach auch ganz klare Vorgaben oder was heißt Richtlinien, wie man sowas macht. Stell dir vor, eine Melodie hat immer einen Bogen. Die geht immer wohin und dann geht sie wieder zurück. Das ist wie wenn du einen Satz sagst, also es ist wie in der Sprache. Ja? Und hier bei dem Stück ist es so, dass du leiser anfängst. Und dann ein bisschen Steigerung machst, bis zum F und dann wieder weniger. Und dann wieder steigen und wieder zurück. Und es klappt am Anfang nur langsam. Du wirst gar nicht mehr daran denken, dass du jetzt langsam übst. Du wirst musikalisch üben. Jetzt gibt es noch einen zweiten Aspekt für musikalisches Klavierspielen. Auch das Tempo spielt eine Rolle. Also wir spielen nicht metronomisch, sondern du wirst immer ganz leicht schneller und ganz leicht wieder langsamer. Ich kann das mal zeigen, nochmal ein bisschen übertrieben, vielleicht etwas langsamer. Da, die, 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 da, die, da, die, da, die, langsamer. Die, da, die, da, die, da, die, da. Und wieder zurück. Das ist so ein bisschen wie der Traktor, der anfährt. Du, 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 du. Natürlich lang nicht so extrem, ganz fein. Und
damit kannst du hier auch arbeiten. Und das sind alles musikalische Qualitäten oder musikalische Aspekte, die du hier bearbeitest, die automatisch dazu führen, dass du langsam spielst und du denkst überhaupt nicht mehr darüber nach, dass du langsam spielst. Wenn du nur diese drei Tipps umsetzt, wirst du merken, wie viel schöner, musikalischer und auch gefühlvoller dein Klavierspielen wird. Das gilt übrigens für Anfänger gleichermaßen wie für Fortgeschrittene. Möchtest du noch schöner Klavier spielen, souverän und mit Gefühl? Im nächsten Video verrate ich dir das Geheimnis, wie dein Klavierspiel begabt klingt, auch wenn du kein großes Talent bist.